Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit einem ganz besonderen Gast. Ganz besonders, denn er ist heute besonders weit gereist, kommt aus Oberfranken, also vom anderen Ende der Republik. Und er hat eine ganz besondere Aufgabe, auf die wir aber gleich erst eingehen werden. Ich heiße ganz herzlich willkommen Thomas Silberhorn. Moin. Moin, vielen Dank. Du bist nicht überrascht, das ist gut. Du weißt genau, wie du zu antworten hast. Du bist in Leer Ostfriesland und da sagt man tatsächlich Moin, auch nicht Moin Moin, auch nicht Guten Morgen, sondern tatsächlich ein einfaches Moin. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit? Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Was sagt man in Oberfranken? Ja, wir sagen Grüß Gott oder Hallo. Moin ist bei uns nicht so gebräuchlich und ich weiß wohl, dass man Moin Moin in gewissen Teilen an der Küste schon für Schwätzerei hält. Ja, genau. Aber so ist es. Ein bisschen anpassungsfähig darf man auch sein und ich bin sehr gerne hier. Wir müssen schon immer uns auch ein bisschen umschauen. Ja? Die Bundeswehr ist in vielen Standorten unterwegs. Als Abgeordneter muss man seinen Wahlkreis kennen, aber ein paar andere Ecken in Deutschland schon auch. Und deswegen vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, da zu sein, denn Thomas Silberhorn und ich verbindet auf der einen Seite einiges. Wir sind beide 2002 in den Deutschen Bundestag eingezogen. Wir sind beide Mitglieder von Kreistagen, du auch seit 2002. Wir sind beide Volljuristen und waren tätig als Rechtsanwälte. Dann hört's aber auch schon auf. Ich bin Nordlicht, du bist Südstaater, nämlich eben der Oberfranke. Du bist etwas jünger als ich, du bist verheiratet, hast zwei Kinder und bist heute parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung. Schwerer Titel, kannst du erklären, was ein parlamentarischer Staatssekretär macht? Ja, die parlamentarischen Staatssekretäre sind den Ministern beigeordnet und haben deshalb die Aufgabe, die Minister zu entlasten. Aber nicht nur bei Terminen und Konferenzen, sondern insbesondere im Parlament. Also unsere Aufgabe ist es, vor allem in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages präsent zu sein. Wir bearbeiten die parlamentarischen Anfragen, wir begleiten die Ausschussarbeit, wir müssen die Dinge unseres Ressorts auch durch den Haushaltsausschuss bringen. Und insofern sind wir Ansprechpartner für die Abgeordneten im Bundesverteidigungsministerium, aber auch umgekehrt ein Sprachrohr der Ministerin des Verteidigungsministeriums, in meinem Falle auch ins Parlament hinein. Ja, und du vertrittst die Ministerin, in diesem Fall Annegret Kramp-Karrenbauer, bei Terminen. Und deswegen bist du heute in Leer, denn wir waren beim Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst Ostfriesland. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Okay. Wir reden gleich über dieses wunderbare Kommando. Verteidigung, gestattest du die Frage, wo hast du gedient oder hast du gedient? Die Frage wird mir natürlich oft gestellt, weil man daran interessiert ist, wo ein Staatssekretär im Verteidigungsministerium herkommt. Ich habe tatsächlich nicht gedient. Ich bin ausgemustert worden. Ich bin von der Geburt Jahrgang 68. Ich falle also mit der Musterung in eine Zeit, wo auch Fragen der Wehrgerechtigkeit aufgetaucht sind und es relativ hohe Zahlen von Ausmusterungen gab. Und neben manchen Simulanten, die ich auch festgestellt habe während meines Musterungstermins, war ich einer von denen, die tatsächlich was hatten. Ich hatte mal einen Skiunfall und im Knie Bänder, die gelockert sind. Und dann hat man offenbar Sorge gehabt, dass da längerfristig Schäden daraus entstehen können, an denen man vielleicht hängen bleibt. Und dann bin ich ausgemustert worden. Aber trotzdem irgendwie zur Bundeswehr gekommen? Ja, und zwar relativ bald nach meiner Wahl in den Bundestag. Denn am Anfang, wenn man ein Jahr früher studieren kann als andere, dann empfindet man das jetzt nicht als Nachteil. Und als ich dann in den Bundestag gewählt worden bin, habe ich es schon als Defizit empfunden, dass ich die Bundeswehr nicht von innen kennengelernt habe. Denn als Abgeordneter entscheidet man über Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und deswegen war es eine meiner ersten Aktivitäten, dass ich mich für eine Wehrübung für Abgeordnete angemeldet habe. Die gab es damals auch schon. Und das habe ich in meinem ersten Jahr im Bundestag auch absolviert, weil ich das wirklich als Defizit empfunden habe und einfach mal sehen wollte, wie die Bundeswehr von innen ausschaut. Und ich kenne den General noch heute, der diese Wehrübung damals
durchgeführt hat und habe dann als Staatssekretär bei der Verteidigungsministerin festgestellt, dass nicht nur ich einen Lehrgang bei diesem General absolviert habe, sondern auch der Kollege Tauber und auch der beamtete Staatssekretär Zimmer, sodass dieser General, als wir ihn verabschiedet haben, von mir als der erfolgreichste General der Bundeswehrgeschichte verabschiedet werden konnte. Denn er hat es geschafft, dass drei Staatssekretäre, und zwar gleichzeitig, die durch seine Schule gegangen sind, in der Leitung des Ministeriums Verantwortung tragen. In welcher Gattung war das? War das Marine, Heer? Ich war bei der Infanterieschule des Heeres in Hammelburg, die auch seit kurzem jetzt wieder Infanterieschule des Heeres heißt. So kommt dann alles auch entsprechend wieder zurück. Du bist deinen Weg gegangen, bist eben heute parlamentarischer Staatssekretär. Und ich hatte Thomas Silberhorn eingeladen, weil hier in unserer Heimat es etliche Einrichtungen gibt der Bundeswehr, die für uns nicht wegzudenken sind. Das ist das Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst Ostfriesland. Das ist aber auch die Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr in Wehna, das Materiallager in Wehna. Dann das auch Lager in Lorup beispielsweise. Wir haben Marine auf Borkum. Wir haben bestimmte Funkeinrichtungen auch in der Grenze zwischen Ostfriesland und Kloppenburg. Das heißt, die Bundeswehr ist hier außerordentlich präsent, übrigens auch außerordentlich beliebt. Das liegt unter anderem daran, dass die Soldatinnen und Soldaten, aber auch die zivilen Kräfte einen hervorragenden Job auch für uns machen, unter anderem beim Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst. Denn dort wird nicht nur Dienst getan in der Kaserne, sondern eben zum Beispiel auch in Bundeswehrkrankenhäusern, wenn es darum geht, auch Notdienste zu fahren. Sie sind immer an unserer Seite. Du bist das erste Mal bei dem Kommando gewesen. Wie war dein Eindruck? Ich habe einen exzellenten Eindruck mitgenommen, denn es ist in der Tat ein ganz besonderes Kommando. Die Sanität ist eine Teilstreitkraft, wenn ich das so sagen darf, die schon besondere Anforderungen hat. Man muss ja nicht nur die zivilen Voraussetzungen für die Laufbahn eines Arztes oder Apothekers oder Notfallsanitäters erfüllen. Es braucht auch die entsprechenden körperlichen Voraussetzungen, damit man das bei der Bundeswehr tun kann, wo man beispielsweise eine infanteristische Grundausbildung braucht. Und bei diesem Kommando Schnelle Einsatzkräfte kommt noch dazu, dass sie unsere Spezialkräfte begleiten, dass sie für schnelle Operationen ganz am Anfang eingesetzt werden. Und das hat nochmal erhöhte Anforderungen. Ich habe da allerhöchsten Respekt davor, wer sich diesen Herausforderungen stellt. Und wir müssen seitens des Ministeriums, seitens des Deutschen Bundestages dafür sorgen, dass dieser Auftrag auch vollständig erfüllt werden kann. Wir müssen die materiellen, die personellen, die finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen. Und für mich ist immer wichtig, sich vor Ort auch einen Einblick verschaffen zu können. Und wie so oft stellt man fest, dass die Welt vor Ort etwas differenzierter und bunter ist, als man es aus den Aktendeckeln entnehmen kann. Und deswegen ist der unmittelbare Eindruck schon sehr wichtig. Und da habe ich heute viel Gutes mitgenommen, aber schon auch einige Hausaufgaben ins Lastenheft mitgeschrieben. Und eine Besonderheit ist auch noch zu erwähnen, die für mich mit ein Grund war, hier auch vorbeizuschauen. Dieses Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst war in Portugal in den letzten 6 Wochen im Einsatz, wo wir Anfang Februar die höchsten Corona-Inzidenzwerte weltweit hatten, über 800. Jetzt, nach 6 Wochen, liegen die Werte unter 30, unter deutschem Niveau. Mhm. Nun, das haben nicht alleine die Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr bewirkt, aber sie haben mit ihrer Hilfe dazu beigetragen, dass man diese Pandemie und diese eskalierenden Zahlen besser in den Griff bekommt. Und sie haben auch beispielgebend gewirkt an der Klinik, in der sie im Einsatz waren. Und insofern haben sie da wirklich Ehre eingelegt. Für die Bundeswehr nicht alleine, sondern für unser Land. Es ist eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit in Portugal gewesen, breit in der Bevölkerung. Das Kabinett, der Premierminister haben sich ausdrücklich bedankt für diesen Einsatz der Bundeswehr. Ja, wir haben natürlich im Kernauftrag auch die Aufgabe, diese Pandemie bei uns im Land in den Griff zu bekommen.
Aber zur Solidarität in der Europäischen Union gehört es auch, dass man einem Partner hilft, wenn er in Not ist. Und bei der Pandemie ist es auch gerechtfertigt, dass man dort, wo die Ausschläge am höchsten sind, dass man dort auch gezielt unterstützt, denn von dort verbreitet sich es sonst auch in die Nachbarländer. Und deswegen, glaube ich, war es richtig und ein ganz erfolgreicher Einsatz, wie man heute weiß. Das bedeutete übrigens für die dort eingesetzten Soldatinnen und Soldaten, dass sie eine eigene Abteilung, eine eigene Intensivabteilung auch betreut haben, begleitet haben, über Wochen hinweg untergebracht waren, dann eben nicht in einer Kaserne, sondern in Hotels unter ungewohnten Umständen auch, direkt in der Arbeit am schwerst Kranken, zum Teil an sterbenden Menschen auch. Das war eine herausragende Leistung, die erbracht worden ist, zeigt aber auch die hohe Qualität der Ausbildung. Denn wir haben es mit medizinischem Fachpersonal zu tun, vom Notfallsanitäter bis hin zum Apotheker. Da sind alle Fähigkeiten auch vertreten. Und das macht es so einmalig. Der Leitspruch des Kommandos ist jederzeit weltweit. Das bedeutet tatsächlich, dass sie immer im ersten Trupp mit dabei sind, wenn Auslandseinsätze welcher Gestalt auch immer stattfinden, vom Kidnapping oder Geiselbefreiung bis hin tatsächlich eben beim Pandemieeinsatz. Die Frage ist, wir haben immer noch etliche Auslandseinsätze. Wir wissen, worüber wir reden. Mancher, der sie nicht will, weiß nicht, worüber er redet, um das an dieser Stelle auch zu sagen. Wozu brauchen wir heute als Bundeswehr noch Auslandseinsätze? Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut an diesem Corona-Beispiel auch festmachen. Jederzeit weltweit gilt jetzt nicht für alle unsere Verbände, denn jederzeit ist etwas schneller als andere. Weltweit gilt insbesondere auch für unsere Sanität, denn überall, wo Bundeswehr im Einsatz ist, bei welcher Mission auch immer, da ist immer Sanität erforderlich. Und wichtig war zu sehen bei dieser Corona-Pandemie, die uns ja weltweit alle Staaten betrifft, die ganze internationale Gemeinschaft, die Bundeswehr geht dorthin, wo andere raus müssen. Ja. Als diese Pandemie in China entstanden ist, und kein Flugzeug mehr ging, weil alle zivilen Fluggesellschaften ihre Flüge gestrichen hatten, ist die Bundeswehr geflogen und hat weltweit Deutsche nach Hause gebracht. Und die Piloten, die ganze Crew, musste in Schutzanzüge steigen und Masken aufziehen, was sie normalerweise nicht tut, aber sie musste eben dort rein, wo andere raus mussten. Und so ist es jetzt ein ganzes Jahr lang in dieser Pandemie gewesen. Wir haben viele tausend Soldaten und Soldatinnen, die in Altenheimen ausgeholfen haben, insbesondere jetzt beim Testen, aber auch vorher schon, wenn die ganze Belegschaft, eine halbe Belegschaft infiziert ist. Wir hatten solche Fälle mehrfach in Deutschland. Dann muss die Belegschaft entlastet werden. Wir haben zwar nicht die Pflege übernommen, dafür sind unsere Leute nicht ausgebildet, aber mit vielen Hilfstätigkeiten dazu beigetragen, dass die Pflege aufrechterhalten werden konnte. Und auch da, wo andere raus müssen, ist die Bundeswehr hinein. Und in Portugal war es noch mal verschärft wegen der hohen Inzidenzwerte. Wir müssen immer auch sehen, in der Uniform stecken Menschen wie du und ich. Das sind Mütter, Väter, die Kinder und Familie haben, wo sich sofort die Frage stellt, ja, werden die jetzt auch geimpft, bevor sie in diesen Einsatz gehen? Unter welchen Bedingungen, unter welchen Risiken tun wir das? Und die Bundeswehrsoldaten haben da einen großartigen Job gemacht, denn das, was die Bundeswehr angepackt hat in dieser Pandemie, ob bei der Amtshilfe in Deutschland oder bei diesem besonderen Fall in Portugal, es hat funktioniert. Und zwar so gut, dass viele Gesundheitsämter, zivile Behörden sagen, ach, das hat gerade so gut geklappt, bleibt doch noch ein paar Wochen hier. Und insofern glaube ich, das ist beispielgebend für die Art und Weise, wie man in der Krise handeln muss, zu Ergebnissen kommen muss. Und das zwar auch schnell und konsequent. Und bei Auslandseinsätzen haben wir noch mal einen anderen Ansatzpunkt, denn wir erleben ja in Deutschland seit über 70 Jahren Frieden. Wir kennen Instabilität in unserem Land nicht. Und die Corona-Krise bestätigt übrigens auch das. Wir haben an manchen Orten etwas verlernt, im Krisenmodus zu arbeiten. Also die Bundeswehr, ich will es mal positiv formulieren, die Bundeswehr ist seit über einem Jahr bei Amtshilfeleistungen jeden Tag im Einsatz.
365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche. Ich kann nicht verstehen, wieso an Ostern Impfzentren über mehrere Tage schließen wollen. Ja. Es muss jetzt durchgeimpft werden. Wir sind in der Krise. Wir müssen im Krisenmodus arbeiten. Ein Krankenhaus hat auch 24 Stunden geöffnet. Und wenn es um 5 Uhr morgens brennt, muss die Feuerwehr auch ausrücken und kann ich sagen, ich habe jetzt Dienstschluss am Montag, fange ich wieder an. Also im Krisenmodus arbeiten heißt, den Auftrag erledigen, der jetzt erledigt werden muss. Und da muss jeder tun, was er kann. Und wenn es um Bedrohungen unserer Sicherheit geht, die ja vielfältiger geworden sind, fehlt uns manchmal schon die Wahrnehmung dieser Bedrohung, weil wir den Frieden gewohnt sind und nicht Instabilität und Fragilität. Aber wenn man einen Blick um Europa herum wirft, dann kann man feststellen, im Westbalkan gibt es noch Aufgaben, die nicht gelöst sind, wo die Bundeswehr seit 20 Jahren beispielsweise im Kosovo im Einsatz ist und jetzt zwar mit wenig Personal, aber doch noch gebraucht wird, damit die friedliche Entwicklung dort sich stabilisiert. Wir sehen, dass wir Fragilität in ganz Nordafrika haben, im Nahen Osten. Also wir müssen uns schon die Frage stellen, geht uns das etwas an? Ja. Und wenn wir der Meinung sind, dass uns das alles nichts angeht, dann werden wir sehen, dass wir mit den Konsequenzen konfrontiert werden. Also wir müssten schon ein Interesse daran haben, dass wir nicht nur innerhalb der Europäischen Union Frieden und Stabilität haben, sondern dass wir ein Stück unserer eigenen Stabilität und Sicherheit und des Wohlstandes, den wir genießen, auch in unsere Nachbarregionen verbreitern. Osteuropa, Balkan, Westbalkan und Nordafrika. Und je besser es unseren Nachbarn geht, desto stabiler bleibt die Lage auch bei uns. Deswegen haben wir in der letzten Woche das Mandat für Afghanistan verlängert. Zur Erklärung, jedes Auslandsmandat wird beschlossen vom Deutschen Bundestag. Denn die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, niemand anders entscheidet über Einsätze im Ausland. Das muss jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete tun oder eben nicht. Er muss es mit seinem eigenen Gewissen auch vereinbaren können. Für mich persönlich ist eine ganz wichtige Bedingung dafür, dass sichergestellt ist, wenn ein Soldat, eine Soldatin im Ausland zu Schaden kommen sollte, sichern wir zu, dass die medizinische Betreuung und Versorgung genau den Standards in Deutschland entspricht. Das ist eine große Herausforderung, aber wir leisten es. Das halten wir tatsächlich für notwendig, das praktizieren wir auch. Das ist die Messlatte. Jeder Soldat, jede Soldatin soll wissen, die medizinische Versorgung im Einsatz unter möglicher Gefährdung des eigenen Lebens oder der eigenen Gesundheit ist auf deutschem Niveau gewährleistet. Und das schaffen wir in Mali, das schaffen wir in Afghanistan, überall, wo Bundeswehr im Einsatz ist. Wir können das so gut, dass viele Partnernationen darauf auch gerne zurückgreifen. Ja. Denn diese Auslandseinsätze sind ja so organisiert, dass viele Staaten zusammenwirken. Das vermisse ich meistens in unseren deutschen Debatten, die sehr nur durch die eigene Brille sehen, wo die Bundeswehr im Einsatz ist. Wenn man dann mal vor Ort im Einsatzland ist, dann stellt man fest, ob in Mali oder Afghanistan oder im Kosovo, im Libanon, wo auch immer, das sind 20, 30, 40 Nationen, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, Partner in der Europäischen Union oder der NATO, gemeinsam in einem Einsatz. Jeder hat eine Teilaufgabe, die er erfüllt. Und er erfüllt sie so, dass andere Partnerstaaten mit davon profitieren. Der eine macht die Logistik, der andere macht die Sanität, der dritte macht Aufklärung. Und ja, dort, wo gekämpft werden muss, gibt es auch kämpfende Einheiten. Die Bundeswehr übrigens ist im Moment in keinem einzigen robusten Mandat, wenn man das so sagen darf, also nicht in einem Kampfeinsatz. Aber es ist notwendig, dass wir auch einen Teil zur internationalen Sicherheit beitragen. Das ist ja eine Diskussion, die wir durchaus in Deutschland haben, weil es immer wieder auch Kräfte gibt, die dann sagen, diese Arbeit mögen bitte andere NATO-Staaten übernehmen, wir nicht. Wie stehst du dazu? Ich halte das schlicht für weltfremd. So schaut die Welt nicht aus. Wenn wir uns als Deutsche zurückziehen wollten und so tun wollten, als ging uns das alles nicht an, wer aus Europa sollte sonst bereit sein, einen Beitrag zu leisten? Genau. Ich stelle allerdings fest, dass sich beispielsweise Franzosen und Briten oft leichter tun, eine globale Perspektive einzunehmen. Denn wenn man allein auf die Landkarte schaut, stellt man fest,
Die Queen ist Staatsoberhaupt von Kanada bis Australien. Ja, viele Länder. Wenn Briten die Welt betrachten, dann ist das schon geografisch ein viel weiterer Radius, als wenn die Deutschen auf ihre Landkarte schauen. Und den Franzosen geht es ähnlich, von Französisch-Guyana bis Réunion, wo auch immerhin. Und von Nederland ist auch. Das ist ein anderer Blick. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir Deutsche vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Sicherheitsbedrohung, Klimawandel, dass wir auch eine globale Perspektive gewinnen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt noch nicht, dass wir uns überall beteiligen oder einmischen oder dass wir alle Probleme der Welt zu unseren machen. Aber dass man doch mit einer globalen Perspektive sieht, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und dass man, wenn es zum Beispiel um internationale Sicherheit geht, auch sieht, wir haben wichtige Partner in der NATO und der Europäischen Union. Das ist das Rückgrat unserer Sicherheit in Europa. Aber es gibt viele demokratische Partner auch darüber hinaus in Australien, in Japan. Es gibt Demokratien auch jenseits der NATO und der Europäischen Union. Und ich finde, dass wir die Zusammenarbeit unter freiheitlichen Demokratien und Rechtsstaaten weltweit stärken müssen. Das heißt nicht, dass man Machtprojektion betreibt in andere Weltregionen hinein. Aber wenn uns wichtig ist, dass wir internationale Regeln haben in den Vereinten Nationen, an die sich alle halten, dass sich nicht das Recht des Stärkeren durchsetzt, sondern die Stärke des Rechts, dann darf man es nicht bei Sonntagsreden bewenden lassen. Dann muss man auch bereit sein, ganz konkret zusammenzuarbeiten. Und das geschieht auch durch Präsenz, durch gemeinsame Übung von Streitkräften und Ähnliches mehr. Wenn du von dem globalen Blick, den du dir stärker wünschst, das kann ich verstehen, sprichst, bildet das ja auch ab, den erweiterten Auftrag, den heute Bundeswehr oder den anderen Auftrag, den heute Bundeswehr wahrnimmt. Wir sind weg vom eisernen Vorhang mit der entsprechenden Feindstellung zwischen Ost und West. Wir haben neue Aufgaben für die Bundeswehr auch formuliert. Sie nimmt sie auch wahr. Die Bundeswehr ist kleiner geworden, das Budget ist aber größer geworden. Du hast in einem Interview als Zielvorgabe formuliert, die klare Zielvorgabe lautet Vollausstattung. Was bedeutet das? Hast du aber gut recherchiert. Aber ja. Also in der Tat, die Bundeswehr ist kleiner geworden. Man hat vor 10 Jahren nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009 den Verteidigungsetat signifikant gekürzt, das Personal massiv zurückgefahren. Ja. Die Folgen sehen wir zum Teil heute. Okay. Denn wenn man das Personal auf Zeit zurückfährt, sodass man Dienstposten nicht mehr besetzt, wenn jemand in Pension geht, dann spürt man erstmal nichts. Aber wenn man die Fähigkeit verloren hat und mit dem Personal auch das Know-how verloren gegangen ist, dann merkt man später, hoppla, da ist eine Lücke entstanden. Und mit dem Material schaut es ähnlich aus. Man kann schon das Material erst noch mal weiter nutzen oder ein Stück aussortieren und keine Ersatzteile beschaffen, sondern das alte Material dafür verwenden. Das geht einige Jahre gut. Und dann später stellt man fest, hoppla, jetzt gibt es die Ersatzteile auf dem Markt auch nicht mehr, weil die Industrie sie gar nicht mehr produziert, weil die Produktionsstraßen geschlossen worden sind, weil auch das Know-how verloren gegangen ist, sowohl bei uns als auch in der Industrie. Mit dem Ergebnis, wenn man diese Lücken füllen will, dann kostet es eher mehr Geld, als wenn man es gleich richtig gemacht hätte. Und deswegen bin ich persönlich der Auffassung, Sicherheit funktioniert nicht nach Kassenlage, sondern man muss das, was notwendig ist, tun. Und im Ergebnis ist es natürlich eine politische Entscheidung, was man für notwendig hält. Und deswegen definieren wir gemeinsam in der NATO, in der Europäischen Union, wie schaut die Bedrohungslage aus, was wollen wir können, um diesen Bedrohungen zu begegnen. Und daraus leiten wir bestimmte militärische Fähigkeiten ab. Das kann man dann übersetzen in Personal, in Material. Und das ist auch passiert. Wir haben in einem Weißbuch formuliert, was unsere politische Anforderung ist, was wir wollen. Und das haben wir im Verteidigungsministerium übersetzt in quantitative, in qualitative Vorgaben. Wir haben ein Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das wir mittlerweile einmal aktualisiert haben, in dem genau drin steht, welche Fähigkeiten wir haben wollen. Und Vollausstattung heißt für mich jetzt nicht, dass jeder das kriegt, was er will, sondern Vollausstattung heißt, wir müssen die Bundeswehr so ausstatten, dass sie ihren Auftrag vollständig wahrnehmen kann. Gehören dazu auch Drohnen?
Dazu gehören auch Drohnen, denn es geht bei der Drohnendebatte nicht darum, ob man die Drohnen jetzt bewaffnet oder nicht bewaffnet haben will, sondern es geht bei Drohnen zunächst mal um Aufklärungsfähigkeit. Dazu nutzen wir Drohnen jetzt schon. Es geht aber darüber hinaus auch um Luftnahunterstützung, wenn ein Konvoi in einen Hinterhalt gerät oder wenn ein Camp geschützt werden muss. Es geht um Sicherheit auch für Soldaten. Wenn ich die Luftnahunterstützung nicht mit einer Drohne gewährleisten kann, dann kann man Artillerie einsetzen oder einen Kampfhubschrauber oder ein Kampfflugzeug wie den Eurofighter. Und dann sitzt ein Pilot drin, der in wenigen Sekunden eine Entscheidung treffen muss, während eine Drohne stundenlang über dem Ort des Geschehens stehen kann und vielleicht bei einem Konvoi so begleiten kann, dass es im Vorhinein schon erkannt wird, wo ein Hinterhalt ist, sodass man da gar nicht erst hineinfährt. Aber wenn der Konvoi in dem Hinterhalt ist und ich muss einen Kampfhubschrauber rufen, der 2 Stunden braucht, bis er an Ort und Stelle ist, dann stehen die Soldaten im Gefecht und wir haben ein Problem. Das sind ganz reale Situationen, in denen sich Bundeswehrsoldaten im Einsatz auch befunden haben, beispielsweise in Afghanistan. Und insofern ist es wichtig, dass man die Frage richtig stellt. Also die Frage ist nicht, die Alternative zur bewaffneten Drohne ist nicht die unbewaffnete Drohne, sondern ein anderes Mittel zur Luftnahunterstützung. Und wenn man die Frage so richtig stellt, dann glaube ich, kommt man auch zu den richtigen Antworten. Und wir müssen uns schlicht in der Politik ehrlich machen. Wir dürfen diesen Fragen nicht ausweichen. Sie stellen sich real. Und insofern kann man an manchen Punkten nicht ein bisschen schwanger sein, sondern man muss zu Entscheidungen kommen, die tragfähig sind. Aber letztlich ist es eine politische Entscheidung, wozu wir uns im Bundestag, in der Bundesregierung, gemeinsam mit Partnern in NATO und Europäischer Union entscheiden, was wir können wollen. Aber das, was wir politisch entschieden haben, das müssen wir dann vollständig umsetzen. Und da ist der Ansatz im Verteidigungsministerium, wir präsentieren dann somit die Antwort auf die Anforderung der Politik. Und auch da muss man sich ehrlich machen, wenn wir in Finanzlinien nicht ausreichend ausgestattet sind, und das ist weiterhin der Fall und wird uns wohl noch länger begleiten, dann ist meine Position, müssen wir zuspitzen, wo die Engpässe sind. Wir dürfen es nicht auf den Schultern der Truppe abladen mit Verdrängungseffekten, sondern wir müssen im Ergebnis auf den Tisch legen, ungeschminkt, so ist die Lage, was machen wir? Es kostet entweder einen finanziellen Preis, um die gewünschten Fähigkeiten zu realisieren, oder es kostet den politischen Preis, dass man diese Fähigkeiten nicht darstellen kann. Und dann muss man sich eben ehrlich machen. Darum werben wir. Und insofern bleibt es eine spannende Debatte. Die werden wir nicht so schnell los, sondern das gehört eben mit dazu. Und natürlich. Aber es gehört Ehrlichkeit dazu. Es gehört Ehrlichkeit dazu. Ich mache es nochmal an dem Thema der Drohnen fest. Ja. Weil die Drohnenfrage ja sehr politisch geführt wird, leider auch von unserem Koalitionspartner. Das darf ich als schlichte Abgeordnete auch sagen. Es gibt eben, wie du sagtest, nicht ein bisschen schwanger. Und am Ende ist es eine Frage der Sicherheit. Auch der Sicherheit für Soldatinnen und Soldaten, manchmal auch der Zivilbevölkerung. Ja, bei der Drohnendebatte stellen sich natürlich schwierige ethische Fragen. Das darf man nicht verkennen. Wir haben diese Debatte auch in aller Offenheit und Transparenz geführt, seit vielen Jahren. Auch da darf man natürlich nicht ausweichen. Natürlich gibt es ethische Fragen, etwa gibt es da eine Automatisierung, entscheiden Systeme autonom, ob eine Waffe zum Einsatz kommt oder nicht. Und wir sind in dieser Diskussion zu dem Ergebnis gekommen, hinter jedem Waffeneinsatz muss eine menschliche Entscheidung stehen. Und wir müssen durch Verfahrensabläufe sicherstellen, dass es eine menschliche Entscheidung und nicht die autonome Entscheidung eines Algorithmus, eines Computers ist. Und deswegen haben wir in dieser Debatte beispielsweise auch Einsatzgrundsätze formuliert und dem Deutschen Bundestag zugeleitet. Das ist ja auch Gegenstand der Debatte, die jetzt weitergeführt wird. Insofern ist es ein komplexes Thema. Aber wie oft bei komplexen Fragen, wenn man es abschichtet, dann kommt man auch zu schlüssigen Antworten. Und die müssen wir schon auch geben. Also das erwarte ich nicht nur als Staatssekretär im Verteidigungsministerium, sondern auch als Abgeordneter. Denn da kommt zum Tragen, dass der Bundestag, dass die Streitkräfte eine Parlamentsarmee sind. Nicht? Also der Bundestag ist schon aufgefordert, das zu tun, was geht.
um den Schutz von Soldaten und Soldatinnen im Einsatz zu gewährleisten? Eine unserer wichtigsten Aufgaben, vollkommen zutreffend. Mich fasziniert, mit welcher Leidenschaft du auch über Bundeswehr, über die Soldatinnen und Soldaten, unseren Auftrag auch als Bundesrepublik Deutschland sprichst. Das ist mit ungemein nicht nur viel Herzblut, sondern eben auch mit fundiertestem Wissen ausgestattet. Das ist in deinen Antworten zu merken. Du hast aber gerade ein Stichwort genannt. Du hast gesagt, ich bin ja auch Abgeordneter. Genau das bist du. Deswegen bist du parlamentarischer Staatssekretär, denn du bist eben nicht ein reiner Verwaltungsstaatssekretär, sondern hast immer noch das Amt als Abgeordneter, unser Hauptamt seit 2002. Und da würde mich natürlich schon auch dein Blick als Abgeordneter auf 2, 3 Fragen interessieren. Du bist in der CSU, ich bin in der CDU. Wir haben 2 Parteivorsitzende, die sich erkennbar um ein und dasselbe Amt bewerben. Deine Aussage zur Kandidatenfrage? Ich weiß gar nicht, ob sich da 2 bewerben. Das, was ich bisher vernommen habe, ist, dass sich unsere beiden Parteivorsitzenden völlig einig darin sind, dass sie eine gemeinsame Lösung präsentieren werden. Und das halte ich auch für richtig so. Also positiv formuliert, wir haben 2 Parteivorsitzende, die beide geeignet sind, dieses wichtigste Regierungsamt auszufüllen. Mhm. Und die strategische Frage für die Union ist natürlich, dass wir so gut aufgestellt sind und da gibt es auch einiges an Arbeit zu leisten, dass man ohne und gegen die Union nicht regieren kann. Und deswegen müssen wir uns auch darüber einig sein, egal wie diese Personalentscheidung ausfällt, wir gehen das gemeinsam an in CDU und CSU. Und die politischen Gegner sitzen ganz woanders, nicht in unseren eigenen Reihen. Aber wir müssen jetzt die Wochen, die da vor uns liegen, nicht nur für Personalentscheidungen nutzen, vielleicht auch nicht nur für die eine, sondern es geht ja schon darum, dass man auf breiten Schultern demonstriert, wie ein personeller Aufbruch in der Union aussieht, der ja ansteht nach 16 Jahren Ära Angela Merkel. Und wir müssen es mit einem programmatischen Aufbruch verbinden. Wenn wir aus dieser Pandemie kommen, dann müssen wir in einen Aufschwung hineinwachsen. Das ist ja dringend notwendig. Und ich glaube, wenn wir aus der Pandemie, hake direkt nach, wenn wir aus der Pandemie herauskommen, wir sind zurzeit in der Pandemie, wir sind in der 3. Welle. Wir haben eine erhebliche Diskussion aktuell in Deutschland. Das hat auch mit dem Verhältnis zwischen Bund und Ländern zu tun. Das hat aber auch mit der Frage zu tun, was ist die richtige Strategie? Haben wir überhaupt eine Strategie? Und was muss sich gegebenenfalls ändern? Ja, vielen Dank für diese Steilvorlage. Wenn man uns beide fragen würde, dann wird es wahrscheinlich ein schnelles Ergebnis geben. Aber so funktioniert Demokratie nicht, dass 1 oder 2 sagen, hier geht's lang, sondern wir erleben ja an den Ministerpräsidentenkonferenzen seit einem Jahr, dass es ganz unterschiedliche Varianten gibt. Und im Ergebnis muss man Kompromisse schließen, denn die Umsetzung dieser Strategien, die erfolgt in den Ländern. In der Öffentlichkeit entsteht so der Eindruck, als würde der Bund die Corona-Pandemie ganz alleine bekämpfen. Der Bund hat viele Aufgaben übernommen, die im Grunde auch schon Sache der Länder oder sogar der Kommunen oder der kassenärztlichen Vereinigungen wären. Also dass der Bundesgesundheitsminister in großem Stil Masken und Schutzausrüstung eingekauft hat, ist ja eine Sondersituation gewesen. Das ist ja nicht der Normalfall. Tests. Und bei den Tests erleben wir uns jetzt wieder. Der Bund hat jetzt 500 Millionen Testkits schon bestellt und ein paar weitere 100 Millionen sind auf dem Wege. Da gibt es andere auch, die hier anpacken dürfen, weil es im Grunde genommen ihre Verantwortung ist. Während der Deutsche Bundestag keine dieser einschränkenden Maßnahmen beschlossen hat, wenn ich das mal anführen darf. Wir werden aber gebraucht, um die Mittel bereitzustellen. Also wir tun, was geht. Aber Krisenmodus heißt, jeder muss jetzt an seiner Stelle seine Verantwortung wahrnehmen. Und ich verstehe wohl, dass man mit unterschiedlichen Ansätzen vorgehen kann. Das größte Dilemma, das wir im Moment haben, ist die Lücke zwischen den medizinischen Ratschlägen, die uns erreichen, weil die mutierten Virusvarianten wirklich gefährlich sind, deutlich infektiöser, schneller zu Todesfällen führen können, auch wenn es keinerlei Symptome und Vorerkrankungen gab. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass viele Leute ja etwas erschöpft sind, die Akzeptanz der Maßnahmen nachlässt. Jetzt wird Sommer, die Leute wollen raus.
Also diese Brücke so zusammenzubringen, dass wir den medizinischen Anforderungen Rechnung tragen, aber die Regeln auch noch befolgt werden und nicht missachtet werden, das scheint mir ein großes Problem zu sein. Ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten Wochen über die Osterfeiertage und bis Ende der Osterferien wirklich schauen müssen, Kontakte zu vermeiden, was nur geht. Denn wenn wir in den Sommer gehen, dann wollen die Leute raus. Und es ist gut, wenn wir auf möglichst niedrigem Niveau und mit möglichst hohen Impfzahlen in den Sommer gehen können. Und dann, denke ich, brauchen wir einen Kurs, der weiter auf Abstand, Hygiene, Benutzung von Masken setzt, aber damit auch Zugang ermöglicht zu öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen, aber auch zum Einzelhandel, zum Theater, zum Kino. Wir können nicht jedem das Lebensrisiko abnehmen. Wir müssen sicherlich weiter daran appellieren, dass man Kontakte vermeidet, wo es geht. Aber wenn man mit Impfen oder Testen plus Abstand, Hygiene und Maske ein relatives Maß an Sicherheit schaffen kann, dann sollten wir unter diesen Voraussetzungen auch die Kontakte, die gewünscht sind, ermöglichen. Und diejenigen, die dann dieses Restrisiko eingehen wollen, die müssen aber dann auch wissen, es ist ihre Entscheidung. Und wer eher vorsichtiger ist und sagt, nee, das ist alles noch viel zu früh, ich warte lieber, bis ich geimpft bin, der soll auch die Möglichkeit dazu haben. Denn wir werden schon noch einige Wochen brauchen und einige Monate, bis wir alle durchgeimpft sind in Deutschland. Das ist ein klares Plädoyer auch für eine Strategie, mit dem Virus zu leben. Ein Thema, das uns in den nächsten Wochen, auch in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird. Entscheidend ist auch da ein klarer Kurs, ein verlässlicher Kurs. Das wird uns fordern auf Bundesebene. Aber ich weiß, mit dir, einem Kollegen an meiner Seite oder ich an deiner Seite, die diesen Kurs auch gemeinsam entwickeln und den Weg dann auch gehen können. Und das ist erforderlich, ja. Ja, in der Tat, wir müssen da vielleicht seitens des Bundestages die Einladung der Bundeskanzlerin durchaus nachverfolgen und fragen, was kann der Bund, was kann der Bundestag dazu beitragen, dass wir Kontinuität in die Beschlusslage bringen. Auf der anderen Seite finde ich es auch richtig, dass wir regional differenzierte Lösungen zulassen. Und das war aus meiner Sicht der wichtigste Beschluss, den die Ministerpräsidenten im März getroffen haben. Denn ich komme aus Oberfranken, wie du richtig angesprochen hast. Wir haben an der Grenze zu Tschechien die Landkreise mit den höchsten Inzidenzwerten. Und gleichzeitig gibt es Landkreise und kreisfreie Städte, die geraume Zeit schon unter 20, unter 10 Inzidenzwerte hatten. Wir können nicht in ganz Deutschland warten, bis der letzte Landkreis auch unter 30 oder 50 Inzidenzwert ist. Und umgekehrt, mit den mutierten Virusvarianten ist es so, wenn die irgendwo einschlagen, dann werden wir erleben, dass sehr schnell an diesen Hotspots die Zahlen wieder hochgehen und wir können nicht das ganze Land wieder in Lockdown versetzen, weil an einer Stelle ein Problem auftaucht. Insofern ist diese regionale Differenzierung aus meiner Sicht absolut notwendig und sie ermöglicht auch, dass man vor Ort durch eigenes Zutun, durch eigenes Verhalten mit dazu beitragen kann, dass die Inzidenzwerte niedrig bleiben oder wieder sinken. Und davon hoffe ich mir schon, dass ein bisschen Zusammenhalt vor Ort entsteht. Sagen, Vorsicht, aufpassen, hier haben wir ein Problem, lösen, jetzt vorsichtig sein. Und mit einigen Wochen Vorsicht kommt man auch wieder runter. Ich wünsche mir nur ehrlich gesagt manchmal etwas mehr Konsequenz und Disziplin, auch Selbstdisziplin. Das Beispiel Portugal, das wir vorhin erwähnt haben, zeigt doch, in 6 Wochen von 800 Inzidenzwert auf unter 30, das kann man schaffen. Aber wenn wir natürlich alle demonstrieren gehen oder ein großer Teil demonstrieren geht und Party macht und 5 Grad sein lässt, dann wird es halt schwierig. Und Disziplin der Bürgerinnen und Bürger, aber auch Disziplin der Politik. Ja. Das heißt, tatsächlich auch überzeugend zu sein. Und das kann man am Ende nur, wenn man klar ist, wenn man stringent ist, übrigens auch Alternativen zum Dauerlockdown entwickelt. Der Shutdown kann nicht die einzige Alternative sein, sondern wir brauchen annehmbare Alternativen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu halten. Aber das ist ein Thema, über das wir uns wahrscheinlich noch stundenlang unterhalten könnten. Das betrifft auch Fragen, die ich dich alle noch gerne gefragt hätte, von der Aussetzung der Wehrpflicht beispielsweise bis hin zu der Frage, was macht ein Staatssekretär,
wenn er nicht gerade durch die Welt reist, eigentlich privat. Aber das werden wir beim nächsten Gespräch erörtern müssen, denn unsere Zeit ist um. Für mich ist sie wie im Fluge vergangen. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du da warst, dass du dich hier auch so gezeigt hast, wie du es getan hast. Ganz echt, ganz unmittelbar, dafür kenne und schätze ich dich. Und vielleicht magst du unserer Region, das ist Ostfriesland und das Emsland, noch einen guten Rat mit auf den Weg geben. Vielen Dank zunächst für die Einladung. Ich muss als jemand, der aus Bayern kommt, sagen, wir sind schon glücklich, wenn man außerhalb Bayerns weiß, dass es die Franken auch noch gibt. Nicht? Außerhalb der bayerischen Grenzen sind wir natürlich alle Bayern, aber innerhalb Bayerns legen wir schon ein bisschen Wert darauf, dass wir Franken sind. Und ihr habt schon ein hohes Maß an Lebensqualität an der Küste auch. Ja? Davon konnte ich mich ein weiteres Mal heute überzeugen. Und ich glaube, dass ist auch ganz wichtig in der Politik. Jeder muss in der Heimat verwurzelt sein und darf nicht vergessen, woher er kommt. Aber wir müssen mit offenen Augen durchs eigene Land und durch die Welt gehen und das Schöne und Wahre und Gute im Leben nicht aus dem Auge verlieren. Denn diese Krisenzeiten müssen auch ein bisschen daran erinnern, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Und manchmal bewegen wir uns dann noch zu sehr in der Komfortzone. Aus einer Wohlstandsposition heraus ist es vielleicht manchmal schwer, sich zu bewegen. Aber diese Agilität, die müssen wir uns schon erhalten, gerade auch in der Politik. Und es gibt viele Lektionen, die uns diese Krise lehrt. Und insofern viel Arbeit jetzt vor den Bundestagswahlen und aber auch danach. Und insofern vielen Dank. Vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit in Berlin, die wir seit 2002, wie du zu Recht anführst, pflegen. Und so wie du mich anrufst, wenn du was zur Bundeswehr wissen willst, rufe ich dich an, wenn ich was zur Landwirtschaft wissen will, weil du unsere Expertin dafür bist in der Fraktion. Und insofern hat jeder seine Rolle und seinen Part. Und im Zusammenwirken sind wir gemeinsam stark. Gemeinsam sind wir stark. Und Thomas Silberhorn hatte gerade noch zwei wichtige Stichworte genannt. Das eine ist Heimat. Und das andere sind die Lehren übrigens auch aus Pandemien, nämlich zu sehen, was wirklich wichtig sind. Und das sind in jedem Fall Freunde und Familie. Und deshalb wünschen wir Ihnen jetzt an dieser Stelle eine gesegnete Osterzeit mit Ihren Familien. Seien Sie behütet. Frohe Ostern.